Hey, da, Soldat! Heute dachte ich, dass unsere Chancen gegen Abtrünnige gut stehen. Yeah.
Dachte ich, dass unsere Chancen gegen Abtrünnige gut stehen. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich konnte mich zum ersten Mal seit einem Monat waschen. Aber sag Bescheid, wenn es sich komisch verhält. Bitte tu mir nicht weh!
Ist unser größter Feind. Oh. Er ist. Ich heute dachte ich, dass das unsere Chance Mond, aber denk dran, und den Tod von Funktionen musst du beenden. Es geht! Ich bin keine Bedrohung! Ich bin schwach! Yeah.
wisst ihr hier? Sticht dir was ins Auge? Kauf ich gerne an. Sehr gut, Mann. Du bist hier immer willkommen. Kennst du mich? Ja, ich habe gehofft, dich zu treffen, um genau zu sein. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Rahim. Ich betreibe Sparker, die erste postapokalyptische Partnervermittlung. Partnervermittlung? So ein kleines Techtelmechtel wäre schon nett, wenn du weißt, was ich meine. Sag mir. Oh, ich erkläre es gerne. Bring dich auf den neuesten Stand. Gut, ich gebe zu. Ich hab dir schon eine Karte gemacht. Wow, was? Ich habe ein Profil für dich erstellt. Ein Profil? Auf einer Karte? Wozu um alles in der Welt? Tja, das ist mein Job. Die Welt ist vielleicht untergegangen. Und die meisten unserer Liebsten haben sich in blutrünstige Monster verwandelt und ziehen durch die Straßen. Aber das heißt nicht, dass die Menschen nicht mehr einsam sind. Ich meine, scheiße nochmal. Genau aus diesem Grund sind die Leute heutzutage einsam. Du willst mir erzählen, es gab mal eine Zeit, in der die Leute nicht einsam waren? Stell dir eine Welt vor, in der die Leute tatsächlich rausgegangen sind. Zur Arbeit, einkaufen, mit dem Hund spazieren. Und außerdem hatten sie Dating-Apps. Apps? Okay, vergiss es. Was ich sagen will, ist, dass wir soziale Begegnungen hatten, bevor alles den Bach runter ist. Es gab Partys. Weißt du, Leute haben sich getroffen, einfach nur, weil sie sich treffen wollten. Und natürlich, um sich flachlegen zu lassen. Heute bleibt jeder daheim, hinter verschlossenen Türen, weil neue Leute treffen heute heißen kann, dass man für einen Eimer Wasser einen Schlagstock über den Schädel gezogen kriegt. Also, damit ich das richtig verstehe, deine Karten helfen den Leuten, sich zu treffen? Im Grunde ja. Leute, die andere Leute treffen wollen, kommen zu mir und ich zeichne sie. Darin bin ich echt gut. Zumindest sagt man das. Dann kommt ihr Porträt auf die Karte und die hänge ich an die Datingtafel. Wenn jemand Interesse zeigt, sagen sie mir Bescheid und voilà! Die Romanze kann losgehen. Nicht immer für lange. Aber das ist wohl was, was sich nicht geändert hat. Aber im Moment habe ich Riesenprobleme. Und brauche unbedingt Hilfe. Ja, natürlich. Irgend so ein Scheißkerl versucht mich zu imitieren und hat dann Sparker-Karten gefälscht. Und dann in der Stadt verteilt. Das ist Urheberrechtsverletzung. Das ruiniert meinen Ruf und verwirrt meine Kunden. Jemand muss für mich diese gefälschten Karten zusammenklauben und wieder zurückbringen. Ich habe gehört, dieser talentlose Mistkerl wurde in einer Dark Zone getötet.
also lässt er mich in Ruhe. Und ich habe die meisten der gefälschten Karten gefunden. Aber 2 Stück habe ich nicht wieder in die Finger bekommen. Bring sie mir und du kriegst die Karte, die ich für dich gemacht habe. Schau dir die Karte an der Wand an. Ich habe die möglichen Positionen der gefälschten Karten markiert. Oh!
stehst du vor mir. Glaubst du, die PKs haben nichts Besseres zu tun? Verschwende nicht unsere Zeit, du Arschloch. Ich hoffe, den Kindern geht es gut. Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. Yeah.
Yeah.
Ja,
Shut up!